2009. Das Jahr der drei großen Ks. Krise, Kanzler, Kopftuchtürke. Auch Blogging Enterprises traf die Geldverbrennung in der Finanzbranche hart. Natürlich ist die Wirtschaftskrise auch an Blogging Enterprises nicht spurlos vorübergegangen. Es hatte sich in den letzten Wochen bereits angedeutet. Die Absätze waren dramatisch eingebrochen. Sicher hat auch das Management Fehler gemacht. Wir hätten uns wahrscheinlich die Godzilla-Produktion schenken können. Sicher war auch unsere üppige Abschlussfeier nicht gerade zum richtigen Zeitpunkt ausgerichtet. Auch die großzügigen Bonuszahlungen an den Vorstand. Ja? Frau Scheppmann. Hallo, Frau Scheppmann. Dankeschön. Dankeschön. Und so verlegte sich Vorstandsvorsitzender Matthias Matussek auf die Politik. Gestalten statt verwalten. Mit dem Spitzenkandidaten Goethe ging es gegen Merkel und Steinmeier und auf die Straße. Was würde denn ein Kandidat Goethe für Sie erreichen müssen? Was soll er tun für Sie im Bundestag, wenn Sie ihm seine Stimme geben? Was kann er denn tun für mich? Naja, er könnte Videorekorder, DVD-Player besorgen, Handys. Ja, hört sich doch gut an. Ja? Handys, Laptops. Laptops. Kann er besorgen? Also könnte er besorgen, aber es kostet natürlich Ihre Stimme. Okay. Sie haben den berühmten Teufelspakt dann damit unterschrieben. Ja. Er kommt eines Tages, das einzufordern. Das heißt? Wenn er merkt, dass Sie ihn nicht gewählt haben, kann er ungemütlich werden. Und dann? Naja, ich meine, er hat auch seine Leute. Okay. Höhepunkt des außerparlamentarischen Wahlkampfs? Das TV-Duell zwischen Wahlkampfmanager Matussek und dem Kandidaten der Partei, Martin Sonneborn. Was als ernsthafte Sachdiskussion begann, endete im Eklat. Wissen Sie was? Wissen Sie was? Wir lassen das jetzt hier. Wenn das Demokratie ist, wie Sie sie verstehen, ja, dann sind Sie in dieser Wahl deplatziert. Herr Matussek, verlassen Sie bitte sofort das Studio. Das haben Sie mir nicht zu sagen. Sie sind der Gast hier. Ich glaube, wir brechen an dieser Stelle ab. Unser Zeitkonto. Herr Matussek, möchten Sie nicht? Nein. Doch vergessen die Wahl, vergessen auch Goethe, der sich nach dem ernüchternden Ergebnis von 0,00% der Stimmen nach Weimar zurückzog. Da erschütterte einmal mehr Thilo Sarrazins Wortgepolter die Republik und löste eine Debatte über Integration in Deutschland aus. Videoblogger Matussek führte sie an der Basis. Hassan, mein Freund. Oh, wie geht's? Matussek, wie geht's? Wie geht es dir? Haben wir du gesagt? Wir haben du gesagt. Hassan, die Deutschen sind im Moment sehr glücklich. Die freuen sich über ein ganz besonderes Ereignis. Du weißt, was das ist, oder? Weiß ich, was ist das? Kassel, Doppelskassel, schön Wiedervereinigung. Bayram, für euch. Ja. Ist es gut für euch gewesen, die Wiedervereinigung, für euch Türken? Gut gewesen. Warum? Für uns gut gewesen, weil vor Wiedervereinigung Türken ganz unten. Nach schon Wiedervereinigung Türken ein bisschen wie bei Italienern vorher, weil Ossis ganz unten. Das Jahr hätte so versöhnlich enden können. Die Religion vereint im Weihnachtskitsch-Taumel, die Blogging-Krise überwunden. Bis beim Jahrestreffen der anonymen Blogger das Neumitglied Kai D. die Blogwelt mit aufwühlenden Bekenntnissen schockte. Und Kai hat mir vorhin gesagt, ist natürlich sehr schlimm, aber du hast dir geschworen, damit aufzuhören. Ich habe das auch meiner Frau versprochen. Ach so, ja. Weil es ist natürlich, das Innerste nach außen zu kehren, ist natürlich auf Dauer ein schwieriger und auch gefährlicher Prozess. Ja. Weil man macht das ja immer freizügiger und wo führt das am Ende hin? Und deswegen bin ich froh, dass es da irgendwo die Tür für mich gibt. Ja. Und wird ja auch die Frage gestellt, wieso hat er so viel Zeit? Ne? Also kann er sich das leisten? Schafft er das? Mit dem oder läuft Bild ohne ihn. Ja, oder so, ne? Ja. Wobei wir das rausschneiden. Ja. Wird Kai D. auch im nächsten Jahr wieder mit am Tisch sitzen? Plant Goethe sein politisches Comeback in einer Splitterpartei, etwa der SPD? Und wird Hassan sich endlich ein richtiges Kopftuch kaufen? Bleiben Sie dran, auch